Als nächste Rednerin spricht nun Kollegin Öztürk, fraktionslos. Bitte schön, 10 Minuten. Sehr verehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Einzelplan 08, das Thema zum Soziales, Integration und Flüchtlinge, ist jetzt hier sehr ausreichend diskutiert worden. Ich hatte mir auch sogar überlegt, ob ich dazu meine Sicht der Dinge zum Besten gebe. Und eigentlich dachte ich, ich mache es nicht. Aber wenn Kollege Bocklet hier schon so ein Bild darstellt, als ob wir eine Infrastruktur für Integration schon hätten, dann muss ich leider doch aufstehen und dem widersprechen, weil da sind wir noch nicht, lieber Kollege Bocklet. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass wir hier in diesem Hause uns Gedanken darüber machen, wie wir in den nächsten Jahren Integration sowohl von geflüchteten Menschen, aber auch von anderen Menschen, die zu uns migriert sind, auf legalem Arbeitswege, wie wir das gemeinsam hinkriegen können. Und das kriegen wir aber nicht dann hin, wenn wir uns quasi im letzten Jahr angefangen, dieses Jahr fortsetzend, immer nur für die Arbeit loben, die die Landesregierung bisher gemacht hat. Sie hat vieles sehr gut gemacht. Verstanden. Aber es gibt auch Lücken, die man heute, finde ich, auch benennen muss. Sonst laufen wir Gefahr, dass wir in ein paar Jahren wieder die Menschen nicht dort abholen konnten, wo wir sie abholen wollen, meine Damen und Herren. Was ist die Kritik? Die Kritik ist, A, wir haben in der Enquetekommission in der letzten Legislaturperiode mindestens 2,5 Jahre lang uns darüber gemeinsam Gedanken gemacht, wie Integration in diesem Land funktionieren kann, wenn wir aus der Projektitis raus wollen, ja, nicht immer nur von Projekt zu Projekt alle 3 Jahre, maximal 3-mal gefördert, 10 Jahre, sondern wie können wir infrastrukturelle Maßnahmen zur Verfügung stellen, damit Integration auch nachhaltig funktionieren kann. Viele dieser Themen haben wir uns in 10, 12 Punkten in der Enquetekommission angeguckt. Und damals war auch schon klar, in diesem Land wird Migration, Flucht ein Thema sein. Es war schon klar von Seiten der Opposition immer wieder kommuniziert, wenn wir uns vorbereiten wollen, dann müssen wir das früh machen. Sonst werden wir mit den Projektstrukturen, wie wir sie in Hessen haben, nicht überleben. Was ist im letzten Jahr passiert? Im letzten Jahr sind unerwarteterweise sehr viele, fast 1 Million Flüchtlinge, 700.000 Flüchtlinge nach Hessen gekommen und 70.000 Flüchtlinge nach Hessen gekommen. Wir haben versucht, in der ersten Möglichkeit die Unterbringung dieser Leute zu organisieren. Das war auch gut. Die Pflichtaufgabe, die wir in der ersten Phase hingekriegt haben, dass es eben keine Obdachlosigkeit und so weiter und so fort gibt, das war ja gut organisiert. Aber ich glaube trotzdem, da dürfen wir jetzt keinen Punkt machen. Und in der Integration fehlt mir nach wie vor der Ansatz, das Konzept, wie es strukturell finanziert werden kann, wie wir die Kommunen strukturell dazu in die Lage versetzen, Menschen dort abzuholen, wo sie es können. Da sind wir noch nicht. Und ich habe dazu einen Vorschlag, wie wir das vielleicht anders organisieren können, als nur die Landesregierung zu loben. Ich lobe Sie gerne, da, wo Sie gut sind, lieber Herr Grüttner, und auch liebe die Landesregierung insgesamt. Aber damit ist ja niemandem meiner Meinung nach geholfen, weil in ein paar Jahren werden wir ja die Probleme trotzdem haben und uns Gedanken machen. Also von daher mein Appell, nutzen Sie den konstruktiven Willen der Opposition und versuchen Sie gemeinsam, ein nachhaltiges Integrationskonzept zu etablieren und nicht mehr oder weniger uns zu provozieren, Ihnen immer wieder Ihre Fehler vorzuhalten. Seien Sie bereit, auch auf die Kritik einzugehen. Was ist die Kritik? Die Rechtsberatung, die unabhängige, die fehlt hier immer noch in Hessen. Wenn wir von Menschen erwarten, die zu uns geflüchtet sind, dass sie sich integrieren, unsere Rechtsnormen einhalten und aber auch sich rechtlich helfen können, dann müssen wir sie dabei unterstützen, zu wissen, was sind ihre Rechte und was sind ihre Pflichten. Viele Menschen sind trotzdem heute alleine gelassen und haben keine unabhängige Rechtsberatung. Das muss meiner Meinung nach definitiv etabliert werden, sonst haben wir einfach ein Problem. Zweitens die psychosoziale Betreuung und die Traumaarbeit. Die ist nicht etabliert in Hessen. Wir haben im Nordkreis und im Südkreis des Landes oder im Norden Hessens oder im Süden Hessens keine Angebote. Es sind überwiegend in Frankfurt nur Angebote da. Und es ist aber trotzdem nicht klar, wer von diesen Traumaangeboten überhaupt profitieren kann. Da brauchen wir definitiv flächendeckend Traumatherapiezentren. Und es ist auch in unserem Interesse, wenn Menschen, die zu uns geflüchtet sind, dabei unterstützt werden, ihre schwierigen Erlebnisse, die sie auf den Fluchtwegen erlebt haben, zu bearbeiten, um endlich dann auch in diesem Land Hessen wirksam mitwirken zu können oder auch hier ein Leben organisieren zu können. Wenn wir mit Fachleuten sprechen, erzählen die uns etwas anderes. Die Fachleute sagen nicht, dass in den Krankenhäusern die Traumaangebote ausreichend sind. Und sie sagen auch, dass nicht ausreichend Traumatherapeuten da sind. Von daher muss definitiv ein Konzept von Seiten der Landesregierung schleunigst, finde ich, geliefert werden. Sonst haben wir ein Problem. Was die
was die berufliche Qualifizierung der zu uns Geflüchteten betrifft. Ja, wir haben Weiterqualifizierungs- und Nachqualifizierungsmaßnahmen. Aber viele dieser Maßnahmen werden nicht evaluiert. Und ich weiß, dass wir in den letzten Legislaturperioden immer wieder Herrn Hahn mehr oder weniger in die Pflicht genommen haben, dass er alles das, was er als Programme anbietet, auch evaluieren lässt. Das war auch von Ihnen ein großer Schwerpunkt. Ich gebe zu, ich war damals sehr kritisch, Herr Hahn. Mittlerweile muss ich vieles von dem, was Sie gemacht haben, positiver anerkennen, als ich es damals zugegeben habe. Aber ich muss auch sagen, damals haben wir auch versucht, Sie konstruktiv als Opposition dabei zu begleiten, wie man Integration nachhaltig organisieren kann. Und dass ich jetzt quasi diejenigen noch einmal zum Jagen tragen muss, die damals in der Opposition genau das Gleiche gesagt haben wie ich, das ist mir sehr verwunderlich. Die Qualifizierungsmaßnahmen. Die Qualifizierungsmaßnahmen sowohl im Wirtschaftsministerium als auch im Sozialministerium sind keiner Evaluation unterstellt. Deswegen kann man überhaupt nicht nachprüfen, bringen diese Ansätze was oder nicht, oder wird da Geld verpulvert. Das, was mir persönlich berichtet wird von vielen Menschen, ist, dass sie von diesen Maßnahmen überhaupt nicht profitieren können, sondern dass sie von freien Trägern in Bildungsstrukturen reingedrängt werden und damit nachher trotzdem keine Arbeit finden. Das haben früher die sogenannten juristischen Begriff her Bestandsausländer, denen hat es früher nicht geholfen, und den jetzt zu uns Geflüchteten hilft es auch nicht. Deswegen müssen Sie meiner Meinung nach, wenn Sie Integration nachhaltig organisieren wollen, ein ganz anderes Konzept etablieren. Das wäre ein Beispiel. In den ersten 5 Jahren, also meiner Meinung nach, wäre es gut, wenn wir ein Integrationsgesetz hier hätten, wenn Sie Integration zu einer Art Pflichtaufgabe erklären würden, so wie z.B. Jugendhilfe vor Ort als Pflichtaufgabe gesehen wird, wenn im Kommunalen Finanzausgleich für diese Pflichtaufgabe auch feste Strukturmittel zur Verfügung gestellt werden würden, damit die Kommunen vor Ort auf der einen Seite Integrationsmaßnahmen etablieren können und auf der anderen Seite auch diejenigen, die beispielsweise sich dieser Integration verweigern, auch zu Sanktionen von mir aus rufen können. Aber zurzeit gibt es nicht ausreichende Angebote, es gibt nicht ausreichende Strukturen. Was es stattdessen gibt, sind Sanktionen. Viele Menschen, die sich Mühe geben, um sich integrieren zu können, es aber nicht schaffen, verstehen diese Sanktionen nicht. Ich möchte deswegen klarmachen, wenn wir keine Infrastruktur für Integration aufbauen, sondern uns damit aufhalten, die Arbeit, die selbstverständliche Arbeit der Landesregierung immer wieder zu loben, dann werden wir nie, meiner Meinung nach, damit weiterkommen. Das wäre eine große verpasste Chance, weil Sie auf der einen Seite die Opposition an Ihrer Seite haben, die Sie mit konstruktiver Kritik begleiten, und auf der anderen Seite auch eine wohlwollende Gesellschaft. Und als letzten Punkt, was ich noch ansprechen will, als Kritik, warum ich mit der Sozialintegrationsangeboten, wie sie jetzt sind, nicht einverstanden bin. Wir haben im Balkan, wir haben im letzten Jahr die Balkanstaaten als sichere Herkunftsländer leider verabschiedet. Und das hat jetzt die Konsequenz, dass viele junge Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind und aufgrund ihrer Zugehörigkeit eines Balkanstaates zu sein, nicht wissen, ob sie bleiben können oder sogar abgeschoben werden. Jüngst haben wir auch in Hessen, in Karben, einen Fall einer Schülerin, die einfach aus dem Unterricht rausgenommen und abgeschoben worden ist, nur weil sie aus dem Balkan stammte. Hätten wir diese Länder nicht zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt, dann hätte vielleicht diese Person eine realistische Chance gehabt, eine Bleibeperspektive zu haben. Stattdessen ist das pauschal ein juristisches Instrument, das wir nutzen, was meiner Meinung nach nichts mit humanitärer Flüchtlingspolitik zu tun hat. Und vieles der Gelder, die wir jetzt ausgeben, das sind die Gelder, die wir vom Bund bekommen haben. Als Gegenleistung hat man eben dem Asylverschärfungsgesetz zugestimmt. Der Geldsegen, der mehr oder weniger jetzt auch auf Hessen einströmt, ist ein teuer erkaufter Geldsegen, meine Damen und Herren. Das möchte ich in dieser Situation auch benennen, weil wir jetzt leider zahlreiche Balkanflüchtlinge haben oder auch Personen aus Afghanistan, die nicht wissen, ob sie bleiben können oder abgeschoben werden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, meine Damen und Herren. Das Asylverfahren ist, ja, ich höre Sie, Herr Grüttner. Nein, das Asylverfahren brauchen Sie nicht abschaffen. Man hätte schon auf der einen Seite die Asylverfahren abwarten können und auf der anderen Seite auch legalen Statuswechsel für diese Menschen. Einen Moment bitte, Frau Kollegin. Ich möchte doch bitten, dass von der Regierungsbank keine Zwischenrufe getätigt werden. Frau Kollegin, Sie haben jetzt wieder das Wort. Ich hätte auch nicht hinhören können, aber ich bin so höflich. Von daher.
Nein, aber es muss schon klar sein, dass wir andere Wege hätten gehen können. Wir hätten auf der einen Seite das Asylverfahren abwarten können, ja. Aber wenn Menschen einigermaßen eine Option haben, hier bleiben zu können, weil sie die Sprache können oder wie auch immer, hätten wir denen auch einen legalen Statuswechsel anbieten können. Diesen Statuswechsel haben sie überhaupt nicht auf der Bundesebene in der Bundesregierung mit dem Bundesinnenminister diskutiert, sondern man hat einfach nur die bekannten Konzepte aus den 90er Jahren, passt mir ein Land nicht, mache ich es einfach zum sicheren Herkunftsstaat, aus der Schublade gezogen. Und das sind die Konsequenzen, mit denen wir heute leben. Und ich sage nur, die Länder, in denen es Fluchtursachen geben wird, die werden sich in den nächsten Jahren erhöhen. Leider wahrscheinlich auch die Türkei, die ist heute schon ein Land, Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Okay, ich höre auf. Leider auch die Türkei, was heute schon Flucht produziert hat. Von daher müssen wir andere Wege gehen. Das habe ich in der Vergangenheit schon gesagt. Ein nachhaltiges Integrationsinfrastrukturkonzept fehlt hier noch. Wir sind dabei, Ihnen zu helfen, lieber Herr Minister. Nehmen Sie diese Hilfe an, damit wir einfach in 10 Jahren nicht über die gleichen Themen diskutieren. Weil Integration ist eine Aufgabe von uns allen gemeinsam. Herzlichen Dank. Danke, Frau Kollegin Öztürk. Es hat sich noch einmal Kollege Bocklet von Bündnis 90 die Grünen zu Wort gemeldet. Es geht von der Gesamtredezeit der Fraktionen, aber es gibt noch ein kleines Polster. Bitte schön. Ja, wir haben kurz überlegt, ob wir darauf reagieren sollen, aber ich finde, das kann man so nicht stehen lassen. Die Frage, was sich verändert hat im Vergleich zu den Oppositionszeiten der Grünen, zu deren jetzt der Regierungsbeteiligung der Grünen, sind ziemlich genau 1,6 Milliarden Euro. Und dann glaube ich, ist eher die Frage, ob man dieselbe Rede in der Opposition genauso hält, wie man sie hält, wenn man sie 4 Jahre die Erkenntnisse nicht zur Kenntnis nehmen will. Es gibt einen neuen Aktionsplan 1 und 2, 1,6 Milliarden Euro. Und Ihre Rede so, Frau Öztürk, ist so, als ob nichts passiert ist. Darüber sollten Sie mal nachdenken. Punkt 1. Und Punkt 2. Auch eine unabhängige Abgeordnete ist irgendwann einmal aufgefordert, das, was sie immer wieder sagt, auch wenn es immer zum 10. Mal dasselbe ist, irgendwann einmal einen Antrag dazu einzubringen, was sie eigentlich anders machen will. Das bleiben Sie immer weiterhin schuldig. Danke. Danke, Herr Kollege Bocklet. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Grüttner. Bitte schön, Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Einzelplan 08 umfasst eine Vielzahl von Initiativen, Maßnahmen, Arbeitsfeldern. Und deshalb ist es vielleicht angesagt, eingangs einmal zu sagen, was aus meiner Sicht Sozialpolitik an dieser Stelle für einen Rahmen hat bzw. von welcher Haltung sich Sozialpolitik nach meinem Verständnis nach ableitet. Und dieses ist auf der einen Seite der gesellschaftliche Zusammenhalt, der ein bedeutendes, wenn nicht sogar das bedeutende Thema dieser Zeit ist. Und die Frage, wie wir eben den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken, zieht sich letztendlich wie ein roter Faden durch fast alle Handlungsfelder der Sozialpolitik. Und das geht von der Integrationspolitik über die Familienpolitik mit Kindertagesstätten, den Unterstützungen von Familien, der Seniorenpolitik bis hin zur Gemeinwesenarbeit und zur Förderung des Ehrenamtes. Das heißt, wir machen Sozialpolitik für alle Menschen in unserem Land, egal, ob sie gerade zu uns gekommen sind, ob sie hier eine neue Heimat finden möchten oder ob sie schon immer hier leben. Und dort unterscheiden wir schlicht und einfach nicht, sondern wir wollen jedem Einzelnen die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und werden ihn weiterhin und auch in Zukunft als wichtigen Teil unserer Gesellschaft wertschätzen. Und dabei setzen wir eben nicht nur auf eine almosengebende Sozialpolitik, sondern wir setzen auf eine aktivierende Sozialpolitik. Das heißt, wir wollen den Menschen, die in Not sind, nicht nur helfen, sondern wir wollen sie stärken, sich selbst, selbstbestimmt auch im Hinblick auf Teilhabe der Gesellschaft agieren zu können. Das heißt, wir wollen ihnen Hilfestellung geben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich selbst aus der Not zu helfen und keine Zustände in der Not perpetuieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist die Leitlinie unserer Sozialpolitik. An jedem Punkt, in denen wir versuchen, Rahmenbedingungen zu setzen, mit denen wir eben genau diese Ziele erfolgen können. Und das könnte ich an vielen Einzelpunkten schlicht und einfach auch belegen.
in der Fragestellung, ob das die Arbeitsmarkt- und die Qualifikationsmaßnahmen sind, die wir vornehmen. Ich sage noch einmal, es ist natürlich, und ich komme darauf zurück, ich finde es nur zwar ein wichtiges Zeichen in der Zeit, dass die Fragestellung, wie gehen wir mit den Menschen um, die zu uns geflohen sind, die bei uns Zuflucht suchen. Aber wir haben ganz bewusst auch über die Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts gesprochen. Und wir vergessen nicht diejenigen, die hier leben und die die Hilfestellung genauso brauchen wie diejenigen, die neu zu uns gekommen sind. Und deswegen ist es noch einmal, alles, was wir für diejenigen machen, die zu uns gekommen sind, geht nicht zulasten derjenigen, die bisher ihre Hilfestellungen bei uns bekommen haben. Und das führt letztendlich auch zu einem Aufwachsen im Bereich des Sozialetats. Und deswegen sind die arbeitsmarktbezogenen Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen genauso wichtig wie insbesondere, und das zeigen wir jetzt auch, zeigt auch jetzt wieder die zweite Tranche der Ausschreibungen, wo wir ganz bewusst Menschen, die langzeitarbeitslos sind, und das sind sicherlich nicht diejenigen, die jetzt kurzfristig erst zu uns gekommen sind, sondern Menschen, die langzeitarbeitslos sind, eine entsprechende Möglichkeit bieten, nämlich, dass sie Kompetenzen entwickeln und damit letztendlich auch Perspektiven ermöglichen, damit Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungs- und besonderen Vermittlungshemmnissen Beschäftigung und Qualifikation finden. Und hier haben wir neue und innovative Maßnahmen ergriffen. Und selbstverständlich werden wir die auch auswerten und werden sagen, sind sie erfolgreich geworden. Im Übrigen, alles, was wir mit unseren Zielvereinbarungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, und dann ist es auch egal, wer es ist, der zu uns gekommen ist, ob ein Flüchtling oder einer, der schon hier gelebt ist, wir machen alles über die Fragestellung der Nutzung von regionalen Kompetenzen, weil diejenigen vor Ort besser wissen, was passiert, als wir möglicherweise in Wiesbaden, weil in Waldeck-Frankenberg es andere Voraussetzungen gibt als in der Bergstraße. Und deswegen müssen wir die regionalen Kompetenzen nutzen. Und dieses machen wir über Zielvereinbarung. Und unsere Evaluation ist das Erkennen, ob die Zielvereinbarung eingehalten worden ist. Und wenn wir Integrationsquoten haben, die nach oben steigen, das heißt, dass Menschen in Arbeit vermittelt worden sind, in Ausbildung vermittelt worden sind, dass sie eine Zukunftschance haben, ist das die beste Evaluation, weil wir damit Menschen eine Chance gegeben haben. Und da brauchen wir kein wissenschaftliches Institut an dieser Stelle. Und so gehen wir an, und deshalb sind die aufgestockten Maßnahmen im Bereich des Arbeitsmarktbudgets, im Bereich der Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, in all diesen Bereichen, in denen sich das wiederfindet, im Einzelplan 08 ein Zeichen dafür, dass wir nicht nur die Zeichen der Zeit erkannt haben, sondern mit unseren Konzepten auch auf dem richtigen Weg sind, was letztendlich natürlich auch bestätigt wird durch die entsprechenden Teilnahme von Kommunen, Institutionen, Vereinen und anderen an diesen Programmen, die das nicht nur aus Selbstzweck machen, das wäre relativ problematisch, sondern schlicht und einfach, um Menschen, die Hilfe bedürfen, diesen auch die Hilfe zu geben. Und natürlich, wenn wir über die Frage vom gesellschaftlichen Zusammenhalt reden, ist die Fragestellung von Familie ein ganz entscheidender Punkt. Und deswegen ist es ein Schwerpunkt unserer Politik, die Familien in ihren Aufgaben zu stärken. Und zwar als allererstes Mal als Familie. Und in zweiter Richtung dann, was Familie sonst auch noch aufmacht, nämlich Familie und Beruf, Familie und Pflege, Kinderbetreuung, vieles andere mehr. Und dann sage ich noch einmal, wir nehmen 460 Millionen € in die Hand als Land Hessen pro Jahr, um die Kommunen in ihrer Aufgabe zu unterstützen, eine gute Kinderbetreuung sicherzustellen. Und ich finde, das ist eine Zahl, wenn wir von 2 Milliarden Gesamtetat im Bereich des Sozialministeriums reden, dass hier ein Viertel rundweg ausschließlich für Familien zur Verfügung gestellt werden und zur Unterstützung von Kommunen, ist das ein nicht zu vernachlässigender Teil. Und dann will ich das im Hinblick auf die Fragestellung Kinderbetreuung schon auf einige Punkte eingehen, die eben gesagt worden sind, Herr Kollege Rock. Also, wie wir zur qualifizierten Schulvorbereitung gekommen sind, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Weil wir wollen nämlich keine Kinderschule in Hessen haben. Das war nämlich das Programm, was bei der FDP stand. Das war nämlich die Pflicht zum Kindergartenbesuch, das Umrosettieren in das Kultusministerium und die Verschulung der frühkindlichen Bildung. Und dann sagen wir Nein dazu. Ausdrücklich Nein dazu.
Und um dieses abzuwehren, ist das Programm qualifizierte Schule, nur damit man der Legendenbildung mal ein bisschen vorbeugt, qualifizierte Schulvorbereitung in den Haushalt gekommen. Das ist hoch erfolgreich gewesen. Hoch erfolgreich gewesen. Und das, was Herr Kollege Rock dargestellt hat, stimmt. Für 40 Kindertagesstätten 5 Millionen € per anno. Ab heute haben wir 4.213 Kindertagesstätten. Jetzt rechnen Sie einmal hoch, dass wir jetzt keine wissenschaftliche Begleitung mehr brauchen, vielleicht das ein oder andere nicht mehr brauchen. Aber lassen Sie dann schlicht und einfach einmal die Hälfte für 40 Kindertagesstätten übrig bleiben. Dann sind es immer noch 2,5 Millionen €. Und jetzt rechnen Sie es, Stand heute, auf 4.213 Kitas hoch. Also das Hundertfache. Und dann kommen Sie mir und erklären an dieser Stelle, dass das mit 20, 30 Millionen € getan ist. Das tut mir leid, das ist unredlich. Die Ergebnisse, die an dieser Stelle sich widerspiegeln, sind Ergebnisse einer sehr intensiven, einzelfallbezogenen Arbeit auf 40 Kindertagesstätten in Hessen von 4.213. Das muss man einfach einmal wissen. Wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen in die Fragestellung von Qualitätspauschalen. Wir stärken den Bildungs- und Erziehungsplan. Natürlich nehmen wir die Ergebnisse von qualifizierter Schulvorbereitung in unsere Qualitätspauschalen mit über und führen sie ein. Aber es ist unredlich zu glauben, 200 oder 300 Millionen € noch einmal zusätzlich in die Hand zu nehmen, ausschließlich für diesen Bereich. Und so viel Ehrlichkeit muss an dieser Stelle schon sein. Dann will ich auf das eingehen, wenn wir schon bei den Kindertagesstätten sind, was ja hier auch dargelegt worden ist, was die angebliche Qualitätsoffensive von Frau Schwesig anbelangt. Ich erkläre auch an dieser Stelle, Hessen ist das einzige Land, das weder ein Kommuniqué unterschrieben noch beigetreten ist, und zwar ganz bewusst. Weil ich möchte keine bundesweiten Qualitätsstandards in Kindertagesstätten. Unsere Qualitätsstandards sind besser als die in Nordrhein-Westfalen, und ich möchte nicht nach unten nivelliert werden, schlicht und einfach. Und was Frau Schwesig momentan in das Land hineinruft, sind 10 Milliarden €, aber nicht 10 Milliarden Bundesgeld. 5 Milliarden Bundesgeld, wenn es funktioniert, 5 Milliarden sollen die Länder beibringen. Das ist das Konzept von Frau Schwesig. Und alleine die Aussage, was Personalbestand in den Kindertagesstätten nach diesem Konzept für finanzielle Auswirkungen hat, beläuft sich jetzt schon auf 11 Milliarden €, wenn wir es hochrechnen. Das ist alles schlicht und einfach Publicity, wie so vieles andere aus diesem Bundesministerium. Und da will ich sagen, arbeiten wir in Hessen sehr viel solider und sehr viel konzentrierter an dieser Stelle und fallen nicht auf solche Bauernfängertricks rein. An der Stelle geht es uns als Land auch schlicht und einfach gut, weil wir gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben, sodass wir unsere Aufgaben eigenständig erfüllen können und nicht Hilfestellung von übergeordneter Stelle brauchen. Dritter Punkt. Auch an der Stelle will ich einfach sagen, so manchmal wäre Sachkenntnis relativ gut. Krankenhausfinanzierung, Pauschalierung und Strukturfonds. Da werden Dinge durcheinandergeschmissen, und dann wird noch das Wort Alsfeld in die Runde gerufen. Das ist vollkommener Blödsinn. Nach dem Kommunalinvestitionsprogramm bekommt das Krankenhaus Alsfeld 13 Millionen € zur Weiterentwicklung ihrer Struktur. Was in Alsfeld nicht mehr funktioniert, ist die Geburtshilfe. Dafür gibt es keinen Sicherstellungszuschlag, weil die Krankenkassen den nicht zahlen würden. Da hat das Land überhaupt nichts mit zu tun. Und es gibt keine Geburtshilfe mehr, weil zwei Gynäkologen, die die Belegabteilung der Geburtsstationen dort bestückt haben, aufgehört haben zu arbeiten. Soll jetzt das Land selbst sozusagen die Geburten vornehmen in dem Kreissaal? Also an dieser Stelle hört das irgendwann einmal. Ja, eben. Bitte nicht, Herr Schäfer-Gümbel, will ich auch nicht, aber an der Stelle hört es auf, irgendwo einmal in eine redliche Diskussion zu kommen. Das ist Mist, was an dieser Stelle schlicht und einfach erzählt worden ist. Und was Mist ist, muss man auch als Mist bezeichnen, und das muss man auch an dieser Stelle einmal darstellen. Dritter und letzter Punkt, ich beeile mich ja schon, könnte noch stundenlang weiterreden, ist die Runderneuerung des Sozialbudgets, was Herr Merz an dieser Stelle gesagt hat. Runderneuerung, bin ich mit Ihnen einverstanden, wenn Runderneuerung nicht nur ein Add-on, sondern auch ein Add-up ist. An dieser Stelle können wir uns gerne darüber unterhalten, wie im Bereich des Sozialbudgets Maßnahmen möglicherweise über- und wo unterfinanziert sind oder wo andere Schwerpunkte zu setzen sind. Nur eines ist klar,
und daran rütteln wir nicht. Eine Planungssicherheit für Träger über 5 Jahre hinweg, eine Mindestausstattung zu bekommen, hat es in diesem Land bisher noch nicht gegeben. Und seit 2014 haben die Träger genau diese Sicherheit. Und wenn Sie sich den Haushalt anschauen, werden Sie sehen, dass jenseits dieses sichergestellten Bereiches viele Punkte des Sozialbudgets noch einmal zusätzlich finanziert werden. In dem Haushaltsplan 2017 im Bereich der Gemeinwesenarbeit, in dem Bereich des Landesprogramms WIR, insbesondere mit der Frage Spracherwerb, in dem Bereich des Sozialbudgets, was die Ausbildungssituation anbelangt, insbesondere für benachteiligte Jugendliche und zugewanderte Jugendliche. Das heißt, 70 Millionen € fest, aber viele Millionen zusätzlich, die praktisch dieses Sozialbudget verstärken. Und das ist eine Leistung, von der ich denke, dass sie die tragenden Fraktionen mittragen werden, sie es mitbestimmen werden und die uns in eine gute und sichere soziale Zukunft in unserem Lande führen werden. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Es hat sich noch einmal Kollege Rock von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Auch das geht an der Gesamtredezeit der FDP-Fraktion ab. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Kollege. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Minister Grüttner, es tut mir leid, aber das haben Sie ja eigentlich gar nicht nötig, sich sozusagen einer, glaube ich, fundierten Argumentation von mir, wie wichtig frühkindliche Bildung ist, sich mit solchen Plattitüden erwehren zu wollen. Zu sagen, die FDP will eine Kinderschule einführen mit Lehrern in Kindergärten und so weiter und so fort. Sie wissen genau, dass das nicht korrekt ist. Und ich muss Sie korrigieren. Sie waren nicht dabei, als wir die QSV entwickelt haben. Das haben wir noch mit Ihrem Vorgänger gemeinsam gemacht. Ich persönlich war in dieser Arbeitsgruppe. Und es war ein intensiver Austausch. Und es gab einen erbitterten Kampf zwischen Kultusministerium und Sozialministerium, die es uns fast zur Weißglut gebracht hat. Auch da erinnere ich mich noch ganz genau an die Auseinandersetzung, wie sich zwei Ministerien bei so einer wichtigen Frage blockieren konnten. Und darum war es natürlich immer eine Überlegung, wenn denn der frühkindliche Bereich ein Bildungsbereich ist, könnte er auch ins Kultusministerium gehen. Wir haben uns jetzt mit der Situation abgefunden, wie sie heute ist. Aber, und da bitte ich Sie noch einmal darum, Herr Grüttner, wenn Sie selbst erkannt haben, wie wichtig dieses Modell ist, und da haben Sie mir ja nicht widersprochen, dann versuchen Sie doch, die Null, die Sie im Haushalt an der Stelle stehen haben, aufzufüllen. Und jedem ist klar, dass nicht jede Kindertagesstätte von den rund 4.000 Einrichtungen in Hessen das auch übernehmen will und auch von heute auf morgen übernehmen will. Das wissen Sie so gut wie ich. Und wir haben eine Kleine Anfrage an Ihr Ministerium gestellt, um einmal zu erfahren, ob Sie wissen, was es kostet. Sie konnten uns keine Auskunft geben. Wir bleiben da dran. Wenn wir wissen, was das pro Kindergartengruppe kostet, dann können wir auch genauer sagen, wie viele Kindergartengruppen, wie viele Kindertagesstätten wir Stück für Stück, wenn Sie denn wollen, an dem Programm partizipieren lassen. Wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht, sozusagen den Einrichtungen etwas überzustülpen. Das haben wir gemeinsam gemacht. Darum würden wir auch immer nur ein Angebot machen wollen für die Einrichtung. Zumal die allermeisten ja auch gar nicht in Trägerschaft der Kommune oder schon gar nicht in der Trägerschaft des Landes sind. Von daher, wir sind doch gar nicht so weit auseinander. Verbeißen Sie sich oder verkneifen Sie sich einfach den einen oder anderen populistischen, pauschalen Seitenhieb mit den Versuchen, das Thema klein zu machen. Es ist ein wichtiges Thema für unsere Gesellschaft, für die Kinder in dem Land. Und darum sollte es auch angemessen im Landtag diskutiert werden. Und es sollte auch angemessen im Haushalt berücksichtigt werden. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rock. Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aussprache zum Einzelplan 08 beendet. Bevor ich den nächsten Einzelplan aufrufe, möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass noch eingegangen und Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, Bündnis 90 die Grünen und der FDP betreffend Türkei, europäische Werte leben, Menschenrechte wahren, Demokratie fördern, Presse- und Meinungsfreiheit achten, Oppositionsrechte gewährleisten, mit der Drucksache 19/4119. Wer die Dringlichkeit bejaht, ich sehe, das ist der Fall, dann wird dieser dringliche Antrag Top 46 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Tagesordnungspunkt 45 auch aufgerufen werden.
Außerdem, liebe Kolleginnen und Kollegen, eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend keine Rabatte für Billigflüge am Frankfurter Flughafen. Beschäftigte, lärmgeplagte Anwohner und Umweltschützen, Drucksache 19/4120, wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 47 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Tagesordnungspunkt 37 aufgerufen werden. Ich sehe, das ist der Fall. Weiterhin eingegangen und Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE und der Abg. Öztürk, fraktionslos, betreffend Schule muss ein geschützter Raum sein, Drucksache 19/4121. Wird auch hier die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 48. Die Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion. Frau Kollegin Wissler, zur Geschäftsordnung. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Frankfurter Neue Presse hat berichtet, dass gestern Morgen in Karben eine 16-jährige Schülerin von uniformierten Polizeibeamten aus dem Schulunterricht geholt und anschließend abgeschoben wurde. Ich habe das aus anderen Bundesländern schon einmal gehört. Meines Wissens nach ist das in Hessen ein Novum. Laut diesem Zeitungsartikel waren viele Schülerinnen und Schüler geschockt. Einige haben geweint und die Polizei gebeten, dass die Schülerin bleiben dürfe. Meine Damen und Herren, wir haben einen dringlichen Entschließungsantrag eingebracht, weil wir der Meinung sind, dass dieser Vorgang hier besprochen werden muss. Weil wir der Meinung sind, dass Schule ein Raum sein muss, an dem sich Schülerinnen und Schüler sicher fühlen, und zwar vollkommen egal, welcher Herkunft sie sind. Ich spreche zur Geschäftsordnung. Einen Moment bitte, Frau Kollegin. Sie haben gesagt, Sie wollen zur Geschäftsordnung sprechen. Das, was Sie angesprochen haben, haben wir doch eben beschlossen, dass dies behandelt wird als Dringlicher Antrag Top 48. Und 5 Minuten Redezeit sind auch dafür vereinbart worden. Also ich denke, Sie sollten dann sich auch wirklich zur Geschäftsordnung verhalten und jetzt keine Rede dazu verhalten. Frau Präsidentin, ich wollte nur deutlich machen, um was es geht und woher wir die Dringlichkeit begründen. Und wir finden, dass dieser Vorgang so... Tut mir leid. Also ich denke, eine Dringlichkeit sollten Sie jetzt nicht begründen. Ich glaube, so wie es eben geregelt ist, ist es der Geschäftsordnung entsprechend richtig. Ich wollte ja gerade, wenn ich weiterreden möchte, dann würde ich auch begründen, was ich will. Wenn ich den Satz... Vielleicht ist jetzt ein bisschen durcheinander. Es ist tatsächlich so, dass es schon aufgenommen wurde. Und deshalb ist dieses auch bestätigt worden. Denn bitte wirklich nur noch einen Satz, denn geregelt ist es schon. Frau Präsidentin, ich versuche mal, den Satz zu Ende zu bringen, den ich sagen wollte. Wir sind der Meinung, dass dieser Vorgang hier besprochen werden muss und dass es so dringlich ist, dass wir der Meinung sind und das beantragen würden, dass wir das heute noch hier aufrufen am Ende der Tagesordnung, am heutigen Tage, weil wir der Meinung sind, dass dieser Vorgang hier doch Beachtung finden sollte, weil wir der Meinung sind, dass sich so etwas auf keinen Fall wiederholen darf. Und das ist eben unser Antrag, dass wir das heute am Ende der Tagesordnung noch auf die Tagesordnung setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Zur Geschäftsordnung hat sich Herr Bellino von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Bellino, Sie haben das Wort. Ich kann doch mal runterfahren. Ich kann doch mal runter. Wir haben noch Zeit. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben, und die Präsidentin hat mehrfach darauf hingewiesen, die Dringlichkeit bejaht. Da gab es auch gar keine Diskussion, da gab es auch gar keinen Streit. Wir haben gesehen, dass hier versucht wurde, schon zur Sache zu sprechen, obwohl es nur um einen Geschäftsordnungsantrag ging. Auch das haben wir ertragen, ohne dass wir uns allzu sehr aufgeregt haben. Wenn es der Opposition oder bisher hat die Kollegin der LINKEN dazu gesprochen und Frau Öztürk ist auf dem Antrag ebenfalls erwähnt, wenn es Ihnen wirklich um die Sache geht, wenn es Ihnen darum geht, dass wir uns mit der Thematik auseinandersetzen, dann halten wir es für richtig und für angemessen,
dass wir uns bei dem Quellenstudium nicht nur auf eine Zeitung beziehen, sondern dass wir zusätzliche Informationen haben. Und dann werden wir gar keine Scheu haben, mit Ihnen und anderen, Frau Kollegin Wiesler, diese Thematik zu erörtern. Aber das geht eben dann nicht im Galopp heute Abend, sondern werden wir das gerne am Ende der Tagesordnung des morgigen Tages besprechen. Dann können wir es machen. Ich denke, dann ist dem Thema auch entsprechend, dass die entsprechende Wichtigkeit zugeordnet. Wir werden aber nicht zulassen, dass wir heute das zwei Stunden vor Debattenende schnell mal auf die Tagesordnung setzen und dann hier heiße Luft produzieren. Das ist nicht unser Stil. Das halten wir nicht für angemessen. Danke, Herr Bellino. Zur Geschäftsordnung hat sich ebenfalls Kollege Rudolph zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir reden nicht über heiße Luft, Herr Kollege Bellino, sondern über einen Vorgang, der möglicherweise in Hessen bisher einzigartig ist. Und ich finde, wenn es Anfragen der Medien gibt, die sicherlich alle Fraktionen erreichen, wenn Kollegin Wissler den Kultusminister anspricht, dann ist das ein Vorgang, den wir gemeinsam ernst nehmen sollten. Und natürlich muss der Landtag ein solches Thema diskutieren. Und ich finde, wir wollen ja alle markanten Punkte dann auf morgen Abend verschieben, auch die Anträge zur Situation in der Türkei. Das machen wir alles morgen Abend, alles das, was möglicherweise Ihnen unangenehm ist. Ich finde, und wir machen gar keine Bewertung zunächst, sondern wir stellen zunächst fest, es ist ein sehr bemerkenswerter Vorgang, der in Hessen noch nicht vorgekommen ist, dass eine Schülerin aus der Schule heraus abgeschoben wurde. Und deswegen, glaube ich, ist es das gute Recht und auch die Pflicht des Landtages, darüber zu diskutieren. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Sie das hier und heute Abend nicht wollen. Das ist äußerst bedauerlich. Sie hätten sich genauso informieren können über den Sachverhalt, wie es andere tun. Wir haben es getan. Und deswegen unterstützen wir den Antrag der LINKEN, das heute nach den Beratungen des Haushaltsplans und der Gesetze so vorzunehmen. Vielen Dank. Ja. Danke, Herr Kollege Rudolph. Frau Kollegin Dorn hat sich ebenfalls zur Geschäftsordnung gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, auch wir haben ein großes Interesse, diesen Sachverhalt aufzuklären, Informationen zu bekommen. Aber um gründliche Informationen zu bekommen, halten wir es für notwendig, dass wir auch noch Zeit geben. Wir haben jetzt 16 Uhr. Ende der Tagesordnung wäre circa um 18 Uhr. Bis dahin ist die Zeit ziemlich knapp, und wir wollen wirklich fundierte Informationen haben. Und deswegen finden wir es richtig, morgen am Ende der Tagesordnung. Bitte etwas mehr Ruhe. Ich muss auch Frau Dorn, oder müssen alle Frau Dorn auch verstehen. Und deswegen finden wir es richtig, morgen am Ende der Tagesordnung über dieses Thema ausreichend informiert werden mit fundierten Informationen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Herr Kollege Rock, ebenfalls zur Geschäftsordnung. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist natürlich schon notwendig, dass man sich ein bisschen informiert, bevor man etwas diskutiert. Aber ich meine, die Entscheidung ist ja hier getroffen worden. Warum kann uns die Landesregierung jetzt hier an dieser Stelle nicht einfach mal über den Sachverhalt informieren? Warum? Warum kann der Kultusminister, der Innenminister oder der Ministerpräsident nicht nach vorne hingehen, der Staatssekretär, wenn der Minister nicht kann, und kann uns den Sachverhalt aufklären? Und dann können wir immer noch entscheiden, ist das eine Diskussion wert oder nicht. Aber das kann ich als Hessischer Landtag verlangen. Danke, Herr Kollege Rock. Es gibt keine Wortmeldung mehr dazu. Es besteht der Wunsch, dass dieser Punkt heute Abend noch behandelt werden soll. Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, dass es heute noch behandelt werden soll, der hebe bitte die Hand. Das sind die Fraktionen von SPD, Linke und FDP. Wer stimmt dagegen? CDU, Bündnis 90 die Grünen. Frau Öztürk hat auch zugestimmt, aber dennoch ist es dann abgelehnt, und es ist dann in der Reihenfolge, so wie es genannt wird, morgen auf der Tagesordnung.